Hi Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Daniel P. Ja, wir heißen euch willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga hier in Bowser's Festung. Was ist denn in der letzten Folge passiert, Daniro LP? Wir haben Morten und Lemmy versohlt. Und zwar so richtig. Und wir stehen jetzt hier gerade vor Ludwigs Zimmer und... Ach, sieh an! Da ist er ja! Wir müssen über ihn drüber springen. So ähnlich wie der Grenzsprung. Aua! Wart! Er ist so schnell! Wow, was, wie antäuschen? Wir kriegen das hin. Ja, wir müssen weiter, sonst kommen wir nicht weiter. Ja. Oh Gott. Alter, ist der schnell! Warum ist der so schnell? Den kriegen wir schon, warte, oder? Na. Warum haben wir so Probleme? Ich frag mich das auch, aber ich hab. Selbst wenn ich dieses Spiel alleine spiele, habe ich Probleme bei ihm. Was? Wie antäuschen? Nein! Ah. Wir müssen das einfach eine Weile aushalten. Ja, sonst kommen wir ja nicht weiter. Ja. Mann! Was eigentlich ganz schön krass ist, ne? Stell dir mal vor, du kommst hier nicht voran. Ja. Dann müssen wir das Projekt echt abbrechen. Mann! Ich hasse es! Ja, konzentriere ankommen. Er macht das doch immer zufällig, ne? Ja. Muss schon sagen, tut er jetzt nur antäuschen. Wir haben es geschafft. Das ist super. Also ganz toll gemacht, Ludwig. Ludwig? Jetzt war so über dich. Da ist er. Den holen wir uns. Ich meine, den schnappen wir uns. Guck mal da, er heißt Ludwig von. Von was denn? Ja, von was denn? Von was denn, Kollege? Ja. Hast du uns schon erzählt, Mann? Ja, oh Gott. Bist du schnell? Nein. Ha, erwischt. Oh, wie gehabt, ne? Ja. Verteidigung sinken, oh mein Gott. Was machst du denn? Warum mach ich das jedes Mal bei Mossen? Alter, war, Alter, sehe ich auch gerade. Was ist denn mit seinen Augen los? Ja. Los, das ist voll gruselig. Hat er die ganze Zeit schon so geguckt? Nee. So. Oh Mann. Ja, obwohl letztes Mal war die Verteidigung gar nicht gesenkt vom Boss, ne? Ich glaub doch. Ne, warte, oder nicht? Ja, was soll das hier? Nö, doch. Doch, jetzt. Jetzt so, ich komme jetzt down. Wollen wir wetten, dass er jetzt down ist? Sag ich doch. Mein Gott. Das davor war irgendwie schwieriger als der Kampf an sich. Ja, roter Pfeffer. Ja, und Level Up für dich. Bist du zufrieden? Ja, wunderbar. Ich wusste, dass du zufrieden bist. Was möchtest du erhöhen? Was will ich erhöhen? Ich will... Alter, wenn du jetzt Bart erhöhst, und mindestens 2 Punkte hast du 200 Bart, ey. Oh, weiß ich nicht. Nehmen wir mal. Ich krieg schon auch nur eins, wie du letztes Mal. Nee. Nee, 4. Hier, du hast 204 Bart, Alter. Boah. Dann mache ich irgendwie komischerweise sehr wenig kritische Treffer, ja. Hab ich so ein Gefühl. Glaube ich auch. Also irgendwie ist er doch geregt. Ja, irgendwie ist er geregt. Hui! Wahrscheinlich halbiert das meine Bartpower. Hau drauf, hau mich. Also. Hm. War links nicht mehr? Nee, links kommen wir nicht weiter. Alter, 3 Stück. 3 Hexenmeister Kamex. Die schnappen wir uns. Ja. War zu schnell. Alter, er war zu schnell für dich. War zu schnell für dich. Mein Bruder. Sie müssen aufpassen. Oh mein Gott. Oha. Boom.
Also. Bitte. So. Na bitte, funktioniert doch. Du lernst. Heute habe ich nicht aufgepasst. Jetzt hast du nicht aufgepasst. Ich habe gerade auf die Aufnahme geguckt. Der hat sich hochgebufft. Der hat seinen Angriff hochgebufft. Ach Mann. Dann kriegst du da unten. Ja. Alter, 121 Schaden, ey. Ich mach echt so viel Damage, ey. Naja. Oh Gott, das war das hier. No. Nein. Will ich da hauen oder was? Ich glaube, ich muss dich da reinschlagen. Ja, du kannst durchgehen. Du musst weitergehen. Geh weiter. Weiter. Immer weiter. Und weiter. Ah, halt. Jetzt musst du rauskommen. Hab ich auch einen Schalter? Ja. Da komm aber nur ich hin. Ah, so, okay. Schon gefragt, wie das die Dinger da sein. Los, hau mich! Hau mich! Hau mich! Hit me in the ground, hit me in the ground. Bam. Siehst du? Und jetzt ist die Tür offen. Ja, und jetzt ist die offen. Toll. Toll. Danke. Bis jetzt eigentlich, wenn wir damit in den Kampf gehen. Ja, dann werde ich einfach wieder groß. Okay. Ja, dann wirst du auch klein. Nee. Okay, hier muss ich. Ah, natürlich, das muss ich jetzt sowieso alleine machen. Mann, aber hier gibt es auch noch wieder ein cooles Easter Egg. Moment. Ah, Mann, was mach ich denn da? Na, dann bin ich irgendwo, mein Banana. Ich muss jetzt hier ruhig hier. Alter! Der verfolgt dich. Ich weiß. Oh Mann! Ich mach den jetzt erstmal fertig. Oh. Ich gucke einfach noch von unten zu. Nein! Na, guck mir zu! Guck zu, wie dein großer Bruder das macht! Dann warst du gut, Bruder. Feuer dich an, anstatt dir zu helfen. Ja. Nein. Kannst du ja theoretisch Game Over gehen? Das ist sogar wahr. Das stimmt sogar, ich könnte hier tatsächlich Game Over gehen. Wenn ich einmal von diesem Hammer hier treffen lasse, ne? Ja. So. Der ist down. Aber jetzt wissen wir schon mal eine Sorge weniger. Aua. Ich hab das Zauberwort nicht gesagt. You didn't say the magic word. Nein. Wie gut, dass mir noch keine Aktion geklaut hat. Er klaut ja Angriff. Das kann er wirklich tun. Er kann mir auch verbieten, Items einzusetzen. Na los. Mach schon. Sag eigentlich, komm schon, hab ich auch letztens rausgefunden. Ja, komm schon. Ich hab mal angestoppt. Warte, von Spotify? Ja. Ja, mach schon. Ich sag die ganze Zeit immer, mach schon, aber ich glaube, der sagt so, komm schon. Ich hab Zufallschinos bekommen. Ich glaub wieder. Ja. Und da ist noch einer. Ja, und jetzt gleich kommt hier nämlich das aller... Oh mein Gott, das ist ja noch einer.
Jetzt kommt hier das große Problem, ich muss hier klein sein und ich darf nicht vorher von den Gegnern erwischt werden. Oh Gott. Oh Gott, ich erledige dich erstmal. Oh Gott! Ja, hat er erstmal ein bisschen Zeit. Ja. Chillt jetzt erstmal sein Leben. Nein! Wenn ich mein Handy benutzen würde, dann würde ich jetzt darauf mit rumspielen. Ja. Du einfach mal so. Ja. Ja, du hast aber kein Handy. Ich meine, okay, du hast ein Handy, nur du benutzt es ja nie. Ja. Oder hast du eins? Ich hab eins, ja. Aber du nutzt es ja nicht. Warum nutzt es nicht? Kein Bock. Warum hast du keinen Bock? Was soll ich noch mal? Ja, schreiben, Spiele spielen, sonstige Scheiße. Ja, sein PC, also. Ich weiß. Ich verlasse nicht auf das Haus, also brauche ich nicht so unterwegs. Ja, stimmt, du verlässt echt selten das Haus und du verlässt das Haus seltener als ich. Ja. Okay, ich muss es ja jeden Tag verlassen. Aber dann rufe ich ja nur an. Ja. Oder wie meine Mutter immer sagt, wenn ich. Das ist dann nur für ein Notfall, weil ich irgendwie abgestochen werde. Falls du irgendwann mal. Dann bringt es mir auch natürlich danach sehr. Ja, genau. Wenn du mal abgestochen wirst. Moment mal, wenn du abgestochen wirst, dann bist du tot. Ja, das oh. Ist, ja. Drei Zufallschinos. Danke. Controller hier wieder. Zum Fasten kriegen. Also mein, wie nennt man das Teil offiziell? Wii U Gamepad. Ja. Du hast ja einen Pro-Controller. Ja. Wollte ich nur einen Game-Controller. Ja. So, jetzt kommt ein echt gutes Easter Egg hier. Pass auf. Da, hier. Kennst du die noch? Ja, kommt da gleich eine Bowser-Statue, die Feuer spuckt. Ja, hier haben wir schon mal Elemente aus Super Mario Bros. 3. Haben wir übrigens auch zusammen Let's Played. Played, dankeschön. Ja. Und, aha. Und fast alle anderen. Ja. Fast. Fast. Wir müssen den zweiten Teil mal hier. Gott, so will ich den zweiten Teil jetzt playen. War Mario Bros. 3, 2, ne? Ja. Und irgendwie. Was eigentlich heißt Doki Doki Panic. Ah ja, genau. Ultra Nuss und Ultra Pilz. Nice. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, ne? Ja, ich habe dieses Spiel nie durchgespielt. Ne? Nie. Und ich kenn's auch sowas von gar nicht. Also ich hab schon mal gespielt. Guck mal da, hier, da ist Bowser. Ja. Und jetzt. Angst. Warum hat Bowser sowas in seinen eigenen Schloss jetzt? Ja. Weil er sich selbst mal erledigen will, oder was? Naja, es ist ja im ersten Teil ja so, man muss ja immer diese doofe Axt erreichen. Ja. Warum installiert er sowas in seinen eigenen Schloss? Ja, warum macht er das halt? Dann denkt er sich so, jetzt will ich aber sterben, ey. Ich will mal wissen, wie sich ein Sieg anfühlt. Ja. Oh, geil, das ist ein Speicherbuch. Alter. So. Wer kommt als nächstes? Wem müssen wir als nächstes? Roy. Jawohl. Prinz Roy. Ja. Ja. Sein versiegelten Schwert. Der schlechteste Fire Emblem Hauptcharakter der Welt. Echt jetzt? Ja, echt. Ich habe noch nie einen Fire Emblem gespielt. Er ist echt der schlechteste Hauptcharakter von allen. Also nicht vom Charakter her, aber. Aber von der Story. Der ist zu schwach, der ist. Er ist einfach zu schwach. Er ist viel schwächer als alle anderen Hauptcharaktere. Echt jetzt? Ja. Ike, also. Ike dagegen zum Beispiel, der ist ein absolutes Monster in seinem Spiel. Ja. Er ist schockiert. So, komm. So, Roy, wo bist du? Da ist er! I fight for my friends. I fight for my friends. Komm her, Roy! Was zum. Was? Hey, du bist weg? Wofür habe ich jetzt eigentlich die ganze Arbeit hier gemacht?
Teamt er gleich ab mit jemand anderem oder was? Das ist zum. Oh mein Gott! Ausgetrickst. Ausgetrickst. Ha, da bin ich. Ah ja, genau. So, jetzt kommt was Neues hier. Wenn der Zähler des Zeitoms 0 erreicht, heißt das Game Over. Was? Wenn er den Kampf, bevor es so weit kommt. Wir haben 8 Runden Zeit, um den zu besiegen. Ja, nur abnehmen. Ich geh auf die Bombe los, pass auf. Geht nicht. Wir müssen ihn einfach besiegen. Hing. Komm, das schaffen wir doch schnell. Warte, ich geh nicht auf die Bombe. Schnell Verteidigung senken und den Rest kennt er ja schon. Ja. Und ich denke mal, innerhalb von so 2 Runden haben wir den Kampf fertig. Ja. Hey, würde ich mal sagen. Ah, aua. Ja, schwer waren die bisher nicht. Aua. Ah. Mein Hintern. Ah. Ah, oh my ass. Okay, ist gut. Alter, ey. Ich glaube, wir waren eine Nuss. Ja, ich sitz mal direkt, mal Ultra Nuss ein. So, scheiße, wir haben jetzt voll den Zug verloren, ey. Mach Mario Schlagattacke extra. Was bedeutet das nochmal? Du schlägst mich, ich drück A und dann schlägst du mich und dann immer wieder so weiter. Ja, der war da. Du Lumpa. Scheiße. Okay, dann halt nicht in 2 Runden, sondern machen wir es halt eben in 3. Verdammt. Nani. Ah nein, ich bin gefallen. Ah, ich bin hingefallen. Scheiße. Okay, ich hab jetzt die Schnauze voll. Ich mach jetzt fertig. Sag ich doch. Ach, das war. Na gut, es waren 3. Bowser Klaue? Ja, jetzt geh weg, Roy. Jemand eine Bowser Klaue, die wahrscheinlich viel schwächer ist, als was wir jetzt schon haben. Ich guck mal eben nach. Erhöht deinen Angriff um 1. Macht bei Kontern stark wie Bowser. Oh, Alter, das erhöht aber echt meine PP nach oben, ey. Ja, aber. Aber Angriffskopf geht sehr lang. Geht rapide runter, aber. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Aber trotzdem, geh rapide nach unten, ey. So. Rein ins Fass. Geh rein. Geh rein, du Sau. Okay. Wart. Ah! Werde ich gerade gekocht? Ey, du bist nur am rumgeschossen. Jetzt komm raus. Sammeln wir die Items ein. Jetzt müssen wir da runterspringen. Na. Ich gehe. Oder ich Propeller, damit wir auch da sicher kommen. Nee, sonst werden wir dagegen geeckt. Boah. So, wie viele Minuten haben wir? 18. 18? Ja. Na ja, gut, haben wir noch ein bisschen Zeit. Blubub. Komm raus aus seinem Fass. Nein, ich mag es nicht. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Ich gucke genau die Seele. Okay, sorry. Oh, oh nein. Komm, die schnappen wir uns. Komm her. Nein! Nein! Ein Geister. Der geht auf dich. Aua. Hast du gesehen, dass er auf dich geht? Der geht auch auf dich. Ja, immer wenn diese Fratze schneien. Ja. Vorsicht! Nein! Nein! Nani! Nani! Nicht Feuer gegen die einsetzen, um die mit einem Schlag zu erledigen. Bin ja anfällig dagegen anscheinend. Ja, ich lasse sie erstmal noch ein bisschen Schaden fressen. Bam. Du erreichst ihn nicht, der schwebt. Ja. Das ist schon blöd, ne? Vorsicht, der Große kommt zuerst. Aua. Dieser elende Kugel. Ah. Oh nein. Ey, was ist das? Hammerbenutzung verboten. Wir auch Namen nehmen. Ich hab doch gesagt, dass der Aktion klauen kann. Ich komm dir gar rüber, ey. Ey, warte mal, wie kann ich denn das jetzt machen? Ich hab meinen Hammer noch. Edge.
Na, warte. Oh Gott. Ah! Au! Alter, soll denn das? Siehst du, du kannst keinen Hammer einsetzen. Oh, verstehe. Eins. Mann, ich will auf den ersten springen und dann auf den zweiten. What's gonna do, big boy? Wir haben auch gerade nicht ein SMG4-Video geguckt. Nein, ne? Nö. Niemals. Noch mehr Hosen. Oh. Na, da kommen direkt die nächsten. Hab vergessen, da sind noch ein paar. Na komm, die machen wir dann fertig. Ich schnapp mir jetzt den Buhu, den schnapp ich mir jetzt. I'm gonna do it, bro. I'm gonna do it! I'm gonna do it too. Schlage das Feuer. Ich habe also alle Ausgänge verriegelt. Und ich habe geholfen. Ja. Bam. Nur wegen lieber Elektrizität effektiv, ne? Ja. Okay, ich glaube, warte. Greif an, ich heile dich gleich. Okay. Kann ich dich heilen? Flip. War nicht mal tot. Hier, Ultrapilz. Hm. Au. Komm, den schnappst du dir jetzt. Doink. Wo sind die geschnappt, ey? Ja, hab ich sowas schon gemacht, ja. Dabei, was willst du in die Kanal? Mein Gott, noch mehr Hosen, ey. Was willst du in die Kanal reinpacken, als wir Bausfestung erreicht haben? Also, den schnappen wir uns. Ja. Komm, schlag das Feuer! Schlag das Feuer. Und perfekt. Nein! Was? Warum? Oh nein! Alter! Das Feuer war gerade ein wenig verglitscht. Ihr habt es genau gesehen, ne? Ja. Du hast es auch gesehen, ne? Ja, ist stehen geblieben. Der geht auf dich. Oh mein Gott, ich drück immer, weil ich immer denke, dass ich wieder dran bin. Ich glaube, der Angriff ist sogar ein bisschen besser. Ja. Und vor allem ist er auch ein bisschen schneller. Irgendwie mehrmals damit angehört. Ich will nicht mehr spielen. Er geht nach Hause. Oh mein Gott, ey. Ich muss mal eben gucken, wie viele Zufallschinos wir schon haben. Alter, 9 Stück. Geil. Das ganze Jahr ausgesorgt. Ja. Können wir uns jeden Tag eine neue anziehen? Ja. Hin. Müsste man in Real Life machen. Man zieht sich jeden Tag eine andere. Warte, hör auf mich zu wirbeln. Ah, ich glaube, wir sind schon da. Ich glaube, wir sind schon im nächsten Raum. Na, guck mal, den Boss ja auch noch schleppen. Ja, komm. Ja, komm, machen wir den Boss auch noch schnell. Dann können wir den Part beenden. Was? Ich weiß. Ach so. Oh, ich verstehe. Wir brauchen das Fass. Ich verstehe es. Oh. Geh rein. So, und stell dich jetzt nochmal vor den beiden Fehlenden. So. So. Na bitte. Oh Gott. Achso. Da müssen wir nach rechts, ne? Ich glaube ja. Like. Oh Gott sei Dank. Und jetzt? Oh Gott, jetzt müssen wir genau in die andere Richtung.
Oh. Das hätte sich gerade irgendwie gar nicht funktioniert. Wir müssen erstmal wieder zurück zum Start. Das werden wir nicht schaffen. Oh, der ist automatisch runtergegangen. Ja. Okay, ich bin irgendwie dagegen gekommen, aber hat nichts. Oh Gott sei Dank, ey. Hm. Ja, aber schnell im Boss noch bleibt. Außer geht immer noch weiter hier. Und jetzt einfach nur zurückzukommen, ne? Ja. Ich speichere eben ab. Ja, gibt uns 5 Minuten für den Boss. Ja, 5 Minuten. Okay, Wendys Zimmer. Na, das ist schon der 6. ey. Wendy. Alter, wir kommen. Wendy. Die kommen, die schnappen wir uns. Dieses blöde Pferd, ey. Ja. Immer dieses blöde Pferd, ey. Das ist irgendwie so eine Pferdezeitschrift, oder? Ich weiß. Da ist sie. Hm. Ah, ich weiß, wie es geht. Hey, das ist jetzt ein bisschen simpel. Also nicht ganz simpel, aber wir müssen uns trennen. Wir müssen uns tatsächlich trennen. Warte, ich stelle mich schon mal auf. Auf und stell du dich auf die andere Seite. Müssen wir mit dem Hammer einen überziehen? Oder? Ja. Ich kann gar nicht auf. Du musst rauskommen. Okay. Wechsel zu mir. Jetzt du. Ha. Hat funktioniert. Jawohl. Die schnappen wir uns. Brauch schon wieder einen Timer. Ja. Ja. Game over. Whatever. Nein, oder die einfach Beine auf einmal. Nimm mal those legs an. Oh, look at those legs. Na warte, ich geh alle auf einmal. Hoffentlich. Wuff. Die da oben ist es. Ja. Ha! Das ist gut. 7. Ah, sie greift nicht an. Und sie hat nicht Verteidigung runter. Scheiße. Komm, die schnappen wir uns. Nein! Nein. Zu früh. Komm, die schnappen wir uns. Boom. Boom. Ha! Alter, 2 Züge. Ja, wirklich, 2 Runden. Level up. Sind sehr sparsam mit den HP Level Ups in letzter Zeit. Ja. Nein! Oh Mann, ich hätte noch einen Stat auf 100. So, jetzt ist er down. Und sie gehen es eben zurück und speichern ab. Und dann geht es im nächsten Part auch weiter. Es ist nämlich jetzt nur noch ein einziger übrig. Ein Kupperling ist noch übrig. Ja. Und zwar der gute Larry. Nicht Larry den Hummer, meine Kinder. Ja, liebe Kinder, nicht Larry den Hummer. Und der immer wieder sagt, nicht vom Beckenrand springen. Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu sagen? Ja. Dann bis dann und ciao. Oh, ciao.